Vielen Dank, Herr Präsident. Wo Sie mich alle so vermisst haben, die bildungspolitischen Sprecher, möchte ich Ihnen doch den Gefallen tun, noch ein paar Worte zu sagen, auch wenn Herr Müller das natürlich schon getan hat. Ich glaube, so wie Sie sich hier aufregen, sehen wir eigentlich auch, wo das grundlegende Problem ist. Das grundlegende Problem ist, dass Sie das Problem nicht erkennen. Denn das Problem bei den angeblichen Flüchtlingskindern hier, wie sie so schön heißen, ist natürlich die verfehlte Asylpolitik, die wir auf Bundesebene haben und auch auf Länderebene. Und Sie alle haben sich ja geweigert, unserem Antrag zuzustimmen, überhaupt erst mal festzustellen, wie viele Kinder sich denn dauerhaft auch hier in unserem Land aufhalten werden. Und das wäre doch erst mal die erste Voraussetzung dafür, um weiterzusehen. Herr Wolf hat vorhin hier geäußert, er meint, ein Kind aus Syrien ist uns hier genauso willkommen wie eins aus Sachsen. Das mag subjektiv so sein. Aber rein von der Rechtslage her hat jeder Deutsche, der beispielsweise in Sachsen wohnt, wenn seine Eltern sich hier nach Thüringen bewegen wollen, einfach das Recht, hierher zu kommen. Wenn sie aus Syrien kommen, ist das Verfahren da ein wenig anders. Und damit sollte sich die Koalition dann vielleicht auch mal beschäftigen. Dann möchte ich noch mal auf Ihren Antrag eingehen. Der enthält erstaunliche Dinge. Herr Müller ist, glaube ich, auf die Sache schon eingegangen. Der Besuch des Hortes als Integrationsmaßnahme ist durch geeignete Maßnahmen aktiv zu unterstützen. Das finde ich schon interessant, dass Sie den Leuten hier vorschreiben wollen, dass sie ihre Kinder in den Hort zu stecken haben. Ich bin da ehrlich gesagt anderer Ansicht. Ich glaube, wenn es Personen gibt, die auf legalem Wege hier nach Deutschland kommen und die Offenheit bringen, sich hier einbringen zu wollen, sich hier, wie es so schön heißt, integrieren zu wollen, dann brauchen die keine Maßnahmen. Das machen die ganz von alleine. Dementsprechend stimme ich Frau Rothe-Beinlich auch sogar zu, wenn sie sagt, wir brauchen keinen Normen- und Werteunterricht. Und diese Integrationsmaßnahme, die müssten Sie dann eigentlich, also den Hort als Integrationsmaßnahme müssten Sie dann eigentlich auch ablehnen, weil eben diese Offenheit von jedem, der hier dauerhaft leben will, erwartet werden kann. Dann finde ich interessant in Ihrem Antrag, dass Sie auch noch sagen, dass Sie lösen wollen, wie denn die Zugangsvoraussetzungen zu den Gymnasien sein sollen zur Regelung der zweiten Fremdsprache. Das heißt auch auf der anderen Seite dann auch nichts anderes, als dass Sie hergehen wollen und sagen wollen, okay, für Kinder, die, wie es so schön heißt, neu zu uns gekommen sind, machen wir andere Regeln als für alle, die jetzt schon hier leben. Und auch da sage ich Nein zu, denn selbstverständlich soll jedes Kind, was hier kommt, erstmal ordentlich Deutsch lernen und dann gerne auch eine erste Fremdsprache lernen. Und wenn es eine fremde Muttersprache hat, dann gerne auch eine zweite. Das hat noch keinem Kind geschadet. Dann finde ich es noch interessant. Also dann kommen Sie mit Ihrem individuellen Lernplan. Da muss ich auch sagen, ich weiß nicht, ob Sie noch nie was von allgemeiner Schulbildung gehört haben. Diese individuelle Komponente ist auch nichts anderes, als irgendwie reden um den heißen Brei und nicht eingestehen wollen, dass man die angebliche Integration einfach mit den Maßnahmen, die sie machen wollen, nicht schafft. Dann finde ich auch interessant, über das Verfahren und angebotene Unterstützungsmöglichkeiten sollen den Lehrkräften an den Schulen übersichtliche Informationen und eine Handreichung zur Verfügung gestellt werden. Mensch, das ist ja super und es ist vor allem interessant, dass Sie das in einen Antrag schreiben. Man sollte doch denken, dass das eigentlich eine Grundvoraussetzung wäre, die man gar nicht erwähnen muss. Dann zum Abschluss haben wir hier noch das Stichwort interkulturelle Kompetenz. Das ist in der Tat ein Lehrwort, das immer kommt, wenn man nicht zugeben möchte, dass das, was man machen möchte, nicht funktioniert. Auch da kann ich sagen, ein Lehrwort, was wir eigentlich nicht brauchen. Insofern, das nächste Lehrwort, was da noch kommt, ist die multiprofessionellen Teamstrukturen, die wir angeblich brauchen. Auch da kann ich nur sagen, damit kommen Sie nicht weiter. Dieser Antrag wird nichts zur Integration beitragen und ist zum Scheitern verurteilt. Dankeschön.